Karl-Heinz, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Pokémon Gelb Solo Challenge Run. Ja, wir werden mit Kabuto spielen und der Name ist Karl-Heinz. Ich finde das super lustig. Und ja, es ist ein sehr passender Name, finde ich. Ja, wenn wir mit Kabuto starten, müssen wir eigentlich Itachi heißen, weil Itachi Uchiha über Kabuto regiert, sag ich mal, per Genjutsu, aber nein, Spaß beiseite, genug Naruto-Referenzen. Die will ja keiner haben. So, ich hoffe, ich habe alles richtig eingestellt. Und ich glaube, das wird ein ganz interessanter Run. Ja, Mom, lass mich in Ruhe. Ich möchte von dir nichts wissen. Und hoch direkt ins Gras und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also von vorne sieht Kabuto schon mal echt gut aus. Ja, Kabuto ist natürlich vom... Nennen wir Karl-Heinz wegen Karl-Heinz Schneider aus Captain Tsubasa. Und der ist von Beruf Friseur. Oh, mehr blöde Witze gingen eigentlich vom Starter her nicht. Und deswegen werden wir ihn auch mit Bindestrich schreiben, denn ich habe hier gerade das Tsubasa-Fandom-Wiki auf. Und da steht's halt drin. Karl-Heinz kann man auch als ein Wort zusammenschreiben, aber Karl-Heinz Schneider wird mit zwei Worten und Bindestrich geschrieben. So, jetzt, das braucht auch, glaube ich, alle Zeichen, die wir zur Verfügung haben. Das finde ich nochmal witzig. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, Karl-Heinz, das sieht richtig geschrieben aus. Attacke. Dann schauen wir mal direkt bei Karl-Heinz in die Stats. Also, KP schon mal wenig. Ja, Verteidigung Brett, Initiative okay und Angriff auch sehr gut. Und wir starten mit Kratzer und Härtner. Das sind die Standardattacken. Ich habe da nichts eingestellt oder so zusätzlich. Praktisch ist halt, wir starten mit Gestein. Das heißt, am Start halten wir echt viel aus. 91 EP sind aber auch schon ein bisschen viele. Bin mal gespannt. In, ich glaube 34. Ah, von hinten geht's auch. Sieht nicht so schlecht aus. In 34 tatsächlich lernt Kabuto als einziges Wasser-Pokémon, glaube ich, Absorber. Das ist so eine ganz lustige Sache. Finde ich zumindest. Ich glaube, das steht sogar bei PokeWiki vermerkt. Das einzige Wasser-Pokémon, was eine Pflanzenattacke per Level ablernt. Und ich glaube, da zählt... Wie heißt er? Kapaloris nicht so. Ja, wir sind schon mal Level 6. Stats sind gut. Das Problem ist, dass wir mit Kabuto ein Wasser-Pokémon haben, was nicht sonderlich viel Spezial hat. Es ist auch, ich verstehe sowieso nicht, warum es ein Wasser-Pokémon ist. Ich meine, klar, das Tier an sich kommt aus dem Wasser, aber es hat halt einfach gar keinen Spezialwert. Es ist ungefähr so wie Krabi, kannst du... Krabi hat unfassbar viel physischen Angriff, aber keinen Spezial. Somit finde ich es schwer, damit zu arbeiten. So. Taubsi Level 4. Nehmen wir das mit? Ja, komm. Kratzer ist natürlich gut und am Ende haben wir dann auch Schlitzer. Was ziemlich cool ist. Allerdings profitiert Schlitzer ja in der ersten Generation nicht von Schwertanz. Müssen wir schauen, ob wir mit Schwertanz dann trotzdem arbeiten oder nicht. Also es wird wohl eher so ein physisches Monster, was keinen Steinhagel und kein Erdbeben mehr lernen kann. Also auch ganz interessant. Insgesamt eigentlich der Run. Pokémon haue ich so lange, wie sie sehen, alle um. Ja, und gerade bei Agathe zum Beispiel wird es wieder ganz interessant. Ohne Erdbeben, ohne Schaufler. Sind das halt immer interessante Sachen. Psychoattacken Kabuto natürlich auch nicht.
Wir haben echt viele Encounter jetzt hier schon, aber KP-mäßig stehen wir halt echt gut da. Und Kratzer macht ja echt viel Schaden. Schaut euch das an. Das ist schon ganz gut. Ja, aber EP brauchen wir echt eine ganz schöne Menge. Ich meine, wir haben jetzt auch keine krassen Pokémon umgehauen, die viele EP geben, aber trotzdem. Gut, weiter geht's, runter. Start kennen wir natürlich alle schon ewig gemacht, holen für Professor Eich seinen ollen Herzschrittmacher. Und ja, seitdem ich mit Carbodor mal angefangen habe, weiß ich genau Bescheid, wie nervig der Start sein kann. Und die Wege sind schon fest im Muscle Memory drin. So, wenn ich dich umhaue, müsste es aber ein Level-Up geben. Ich bin auch ziemlich sicher, dass wir Rocco relativ schnell besiegen können. Zum einen, weil wir halt auch Gestein sind. Und Kratzer hat 35 AP, das reicht eigentlich dicke, um da durchzukommen. Und unsere Kratzer machen ja schon ordentlichen Schaden. Immer noch kein EP. Level-Up. So, die Frage ist, was machen wir? Wir müssen eigentlich den ersten Rivalen auf... Hier, welche Route ist das? Also die links von Vertania City, den müssen wir mitmachen, damit wir ihn dazu kriegen, dass sein Evoli zu Blitzer wird. Das erste Mal haben wir ja schon gewonnen. Und es gibt Zusatz-EP, also wäre Blitzer eigentlich fair. Feuer wäre jetzt für uns halt prinzipiell gut. Ich weiß halt nicht, müssen wir den Gegner stärker gegen uns machen oder nicht? Könnt ihr mir mal gerne eure Meinung zuschreiben. In der Theorie möchte ich das immer. Oder ich mach's so, wie es gerade passt. Manchmal macht das was aus. Feuer, Donner und... Feuer, Elektro und Wasser sind ja auch nicht immer gegen jedes Element gut. Ich heile mich mal und gehe in Vertania Wald, glaube ich, zuerst. Bevor wir uns dann um den Rivalen kümmern. Ich müsste auch gerade überlegen, welches Team der dann hat. Dann hätte er Magneton. Oder ob er jetzt Magneton oder Blitzer hat, weiß ich nicht, was stärker ist. Magneton ist auf jeden Fall tankier. Ich glaube, wir gehen tatsächlich so weiter. Dann ist sein Team insgesamt stärker, weil ich Magneton stärker als Blitzer finde. Das ist doch schon ganz interessant. Achso, Attacken, die Kabutops lernen kann. Ist auch ziemlich cool. Schwerttanz natürlich. Dann sehr viele physische Attacken. Oh, guck an, Lapras. Und tatsächlich sind Überroller und Geowurf auch drin. Auch natürlich Eisstrahl und Surfer. Also ganz interessant eigentlich. So ziemlich interessante Moves, wenn man bedenkt, dass er nicht so viel Special hat. Ist dann doch wieder ein bisschen schade. Aber manchmal reicht es ja trotzdem. Ich glaube, sein Special-Wert war so bei 70. Das ist nicht viel. Aber mit Geowurf und Überroller könnten wir schon ordentlich was anfangen. Überroller haben wir halt auch noch gar nicht benutzt, weil ich glaube, ich noch nie einen Kampf Pokémon mit bei uns im Team war. Beziehungsweise in der Solo-Challenge. Ne, Kampf-Pokémon bisher fehlt. Ja. Wasser hatten wir viele, aber ja. Es gibt in der Regel auch sehr viele Wasser-Pokémon. Das hat aber auch... Natürlich ist das auch logisch, weil in der Regel gibt es viel Wasser auf der Erde, ne? Auch wenn wir eher mittlerweile der graue Planet sind als der blaue Planet, aber trotzdem. Wasser haben wir ja ganz ordentlich, ne? Und somit sind da auch die meisten Lebensräume drin. Da ist das schon sinnvoll, wenn es viele Wasser-Pokémon gibt. Und viele Pokémon sind ja auch von echten Tieren inspiriert, von daher passt das ja. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Wie dieser komische Geistertee. Total behindert. Oder trifft Zeppeli oder so. So, 19 Verteidigung und
17 Angriff schon, das ist echt gut. So, und sie sucht ein Pikachu, ne? Genau, das ist eine Referenz an Pokémon Blau und Rot, denn dort konnte man ja Pikachu im Vertaniawald finden. Ja, so ein Safcon auf so nebenbei mitnehmen ist immer gut. Es ist so witzig, dass sie halt auf dem Gras steht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist Standard. Die haben sie nicht ins Gras rein animiert. Das ist super lustig. So, Kabuto. Kratz mal die Nidorans hier. Das ist bad. Ich hoffe, wir kommen mit unseren AP dann hin bis... Oh Gott. Nidoran macht das doch nicht. Gibt auch andere Attacken. Ja, genau. Drück mal Tackle. Ich hatte auch überlegt, ob ich mir nicht Absorber zum Start gebe, weil einfach der Grund ist, dass wir so natürlich Rocco schneller besiegen, ist klar. Und Ammonitas hat zum Start Aquaknarre. Also das hat, glaube ich, Härtner und Aquaknarre zum Start, was unfassbar stark ist. Aber ja, ich habe es gelassen, ich fand es so okay und mir ging es auch darum, einfach nur zwei Attacken zu haben. Also passt das schon. Crit wäre so langsam mal gut, denn sonst ballern wir hier sehr viele Kratzer. Ja, und Nidoran hat sich noch keine gewünscht. Und ich hatte mich halt kurz geschlossen, hatte ein paar viele Wünsche unten drunter, habe ich gesagt, einen darfst du dir aussuchen und es ist Kabuto geworden. Und wenn... finde ich eigentlich cool. Ich mag... die Fossilien finde ich generell sehr cool. Hab gerne auch mit Kabuto gespielt. Sowohl damals als auch heute, wenn ich mal wieder so ein Feuerrot oder Blattgrün Run mache. Da ist natürlich der Movepool wesentlich besser. Da war der Crit. Level 8, sehr gut. 19 Angriff. Kann man halt schon gut was mitmachen. Ich glaube aber, wir müssen uns heilen gehen, ne? 12 Kratzer ist schon echt wenig. Ja, komm, wir holen mal eben den einen da vorne noch ab. Ups. Ich würde gerne den ersten Käfersammler hier noch mitnehmen und dann heilen die nächsten drei Käfersammler mitnehmen. Dann sind wir so Level 10. Hoffentlich. Das macht dann schon ein bisschen was aus. Wir kriegen auch echt viele Wild Encounter. Kann ich dich mitnehmen? Muss ich eigentlich, ne? Frage ist, habe ich dann gleich genug Kratzer für den Trainer? Wahrscheinlich nicht. Na, dann gehe ich jetzt schon zurück. Ja, 7 Kratzer reichen nicht. Selbst wenn der Gegner nur Raupis hat. Nicht, dass es dann um einen Kratzer genau nicht geht, das wäre echt ärgerlich. Und ich dann auf Verzweifler spielen muss. Das möchte ich nicht. Ja, ich glaube, wir werden tatsächlich auch wieder nur 3 Pokémon insgesamt brauchen. Also wir müssen jetzt nicht groß anfangen, irgendwie noch ein Wasser-Pokémon mitzunehmen. Ich weiß, ich gehe halt davon aus, dass wir mit Surfer spielen werden. Auch wenn es nicht super stark ist, aber es ist halt eine gute Attacke. Können es natürlich auch lassen. Und ich nehme einfach Shiggy als generelles Backup mit für Surfer. Und warte da noch ab, weil Hydropumpe lernen wir auch irgendwann. Haut natürlich mehr rein und gerade wenn das Pokémon weniger Special hat, ist das schon gar nicht so schlecht. Wenn man da mal eine gute, also eine stärkere Wasserattacke dabei hat. So, ihn muss ich wieder mitnehmen. Es sind 40 EP, ist klar.
Mega Kick kann er auch lernen. Das finde ich cool. Mega Hieb nicht. Aber Mega Kick, interessant. Ich habe auch da ziemlich interessante Instagram-Channels mittlerweile in meinem Verlauf, die dann einfach so Attacken, die keinen Sinn ergeben, hervorheben. Zum Beispiel, dass Razaf Eisenschweif lernen kann. Obwohl der ja keinen Schweif mehr hat. Den Schweif hat ja nur Menki. Was aber auch bei Simsala der Fall ist. Also Simsala lernt, kann man auch Eisenschweif beibringen, obwohl er keinen Schweif mehr hat. Aber das ist halt so, so funktioniert Pokémon. Die Kleinen, wenn die Kleinen das lernen können, kann der Große es auch lernen. Umgekehrt ist nicht der Fall. Aber natürlich, eigentlich müsste er Eisenschweif direkt verlernen. Na, kommt her. Kämpft gegen uns. Eine Attacke, um uns selber zu boosten, lernen wir gar nicht. Schlitzer wird halt echt cool, muss ich sagen. 20 AP. Ich glaube nur, dass sie fürs Ende halt nicht so stark ist. Also bei Sichlor zum Beispiel ist es da relativ schwierig, dann noch durchzukommen. Oh, guck an, die Safcons, die halten doch schon aus und da kann ich dann nicht so viele neutrale Pokémon mitnehmen. Aber ich denke mal, wir kriegen die drei Käfersammler jetzt hin mit den restlichen Kratzern, die wir haben. Tatsächlich. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen mit Mimikry spielen in der Top 4. Das ist sehr heftig. Weil halt sowas wie Onix oder so ist da richtig gefährlich, weil die halt Erdbeben können und die sind ja sehr, das ist ja sehr effektiv gegen Kabuto. Das ist schon witzig irgendwie. Na, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Gesteins-Pokémon hatten wir jetzt ja auch noch nicht so viele dabei. Nur Rihorn. Wo ich sagen muss, dass das schon wieder ziemlich lustig ist, weil Rizeros ja so einen unfassbar hohen Movepool hat. Ich glaube, das liegt daran, weil es halt das erste Pokémon war, was etwas entwickelt wurde. Von daher finde ich das geschichtsmäßig auch schon mega interessant. Oh, jetzt wird es auch schon eng mit meinen Kratzern. Könnte aber hinkommen. Ich denke mal, dass wir 4 bis 5 gleich brauchen. Oder dieses Safcon spielt mit, das wäre auch nett. Ja, es macht mit. Macht doppelt mit sogar. Sehr gut, das reicht gerade so. Ja. Taubsi fangen wir uns jetzt nicht. Wir haben keinen Kratzer übrig. Natürlich kommt jetzt eins. Das müssen wir wann anders machen. Bitte jetzt kein Taubsi Cycle. Doch, Taubsi Cycle ist drin. Ja. Puh, rausgeschafft. Und dieser hier. Och nee, lass doch. Ja, jetzt wollen sie uns die andrehen, aber wir können uns das nicht erlauben. Wir brauchen die Kratzer für das Raupi jetzt gleich. 5 Stück haben wir, glaube ich, noch. Das sollte gerade so hinhauen.
Ja, das reicht. Wir sind Level 11, das ist eigentlich gut für Rocco. Ja, Stärke ist gut. Gut, wir gehen hoch. Jetzt könnte noch ein Taubsi kommen, bitte. Taubsi, nicht Raupi. Wollen wir es noch probieren? Ja, komm. Wir haben den Pokéball. Taubsi wäre jetzt echt gut. Ist immer dann, wenn sie kommen sollen, kommen sie nicht. Wir hatten ja auch noch bisher wenig Elektro-Pokémon zum Start. Mit auch Elektroattacke. Leute, ich brauche einen Taubsi. Ja, Safcon Level 6 hätte ich mich davor sehr drüber gefreut. Taubsi, so. Taubsi brauche ich. Taubsi brauche ich. Komm. Ja, bevor das jetzt hier ewig dauert, gehe ich einfach weiter drauf schießen. Das ist mir egal. Weiß man ja vorher nicht, wie viele Kratzer man braucht. So, wir machen eine Speicherung, 21 Minuten, das ist hier soweit okay. Nehmen wir den Trainer erst noch mit. Würde ich machen. Wir dürfen das wegtanken, nur wir müssen uns danach wahrscheinlich nochmal heilen, um wirklich volle Kratzer zu haben. Vielleicht gibt es noch das Level Up in 12. Ja, wir sind halt tanky wie Sau, das ist halt cool. Sehr schön. Ja, Sandan ist genauso bulky. Auch Rocco wird gleich ein echt langer Kampf, glaube ich. Ja, Level 12, dann hat sich's auf jeden Fall gelohnt. So, bevor wir da reingehen, ein Pokémon-Encounter im Gras nehme ich noch mit hier fürs Flug-Pokémon. Ich will jetzt nicht ewig weit laufen. Nidoran Level 6. Ja, war klar. Tschüss. Dann ist es mir egal, dann nehme ich den Encounter mit, der kommt. Zur Not kann ich mir auch Dodos fangen. So schlimm ist es auch nicht. Ja, manchmal hat man das irgendwie so im Gefühl, wann das Nidoran Level 6 kommt. Jetzt gerade war das auch schon wieder so, es hat ein bisschen gefühlt, ein bisschen länger gewackelt, das Intro für den Kampf. Da sieht man das dann. So. Rocco. Mal schauen. 23 Minuten vor Rocco ist gut. Frage ist, schaffen wir den? Das ist eher eine AP-Sache. Thank you.
Ja, das sieht doch schon soweit ganz gut aus. Müssen mal am Ende schauen, wie viel Kratzer wir überhaben. Für 6 Kratzer, halbes Kleinstein ist echt gut. Bei Onyx ist wieder die Sache. Theoretisch. Ich weiß nicht, wie viel Kratzer wir übrig hätten. Ob wir es jetzt mit 25 schaffen, wir müssen so oder so danach heilen, aber so ein... Wenn man den Run dann nochmal macht, dann weiß man, wenn ich das laufe, kann ich den Arena-Leiter noch schaffen mit den restlichen AP. Aber wir werden 15 im Schnitt brauchen, glaube ich. 20 für Onyx ist dann auch schon knapp bemessen. Ja, 14. Komm, 20 für Onyx ist schon wenig. Onyx ist auch noch schneller als wir, das ist schlecht. Au. Und wir geraten in Klammergriff. Ist natürlich schlecht. Schicken Fünfer. Ja, natürlich. Hier können wir eh nichts machen. Da kann man auch mal eben einen Trank schmeißen. Ja. Also ich würde pauschal sagen, Geduld bei uns macht einen Schaden. Ja, also wir sind bei einem Schaden nur. Von unserem Kratzer, das ist, ja. Das war ein Crit, also mit... Das ist halt schon echt problematisch. Könnte sehr eng werden. Ich nutze jetzt auch Geduld dazu, um viel anzugreifen. Aber ich glaube, wir schaffen das nicht. Wir haben nicht genug AP für den Kampf. Ja, wir haben mal gerade 3 Schaden gemacht. Wenn wir jetzt nicht krass viel kritten. Da war ein Volltreffer. Der Shepard für 2. Es ist ziemlich egal, die Verteidigung. Es muss ja irgendwie einen Schaden machen. Ja, da war's das. Wir haben keine Kratzer mehr. Schade. Und das war ein echt langer Kampf. Onyx ist halt schon ziemlich tanky. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als zu trainieren, würde ich sagen. Müssen noch so ein, zwei Level, denke ich, machen. Das heißt, ab in den Vertania-Wald und dort Spaß haben. Wollen wir es mit 13 wieder probieren? Ja, ich glaube, mit 13 probieren wir das wieder. Und dann, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt nicht nach Kleinstein gelevelt. Vielleicht kriegen wir ja 2 dazu. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da bin ich wieder. Ich habe 2-mal komplett Kratzer im Vertania-Wald leer gemacht. Das heißt, wir sind jetzt Level 14. Und, der Plan ist es jetzt einfach bei Rocco... Kleinstein relativ schnell zu besiegen, dadurch in Level 15 zu kommen und dann schneller zu sein als Onyx.
und somit mehr Attacken raushauen zu können und eventuell mal zwei anstatt einen Schaden zu machen mit einem Kratzer, das wäre schon echt hilfreich. Schauen wir doch mal. Crits, denke ich, werden wir nicht so viele bekommen, von daher. Also bei Kleinstein sieht es genauso aus wie davor. Bis der 3 Schaden nimmt, dauert das wohl, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich glaube, das hier sind so die... Obwohl, könnten schon die 3 Schaden sein. Bin mir nicht sicher. Was hat man so in dem Level? Obwohl, ja, das sind schon die 3 Schaden. Also bis der 4 nimmt, glaube ich. Der müsste ja um die 30 KP haben und wir brauchen ungefähr 10 Kratzer. So, wir leveln, sehr gut. Und wir haben 32 Angriff jetzt, das ist schon ordentlich, also man hat es auch im Vertaniawald gemerkt. Ich habe da echt gut die Pokémon rasiert. Das liegt einfach daran, weil man so viel Angriff hat. Dann reicht meistens ein Kratzer aus oder zwei auch für Safgons. Onyx greift an, passiert nichts. Wir haben schon mal einen Defense Boost drinne und es sieht so aus, als würden wir 2 Schaden machen, genau. Crit ist gut, Klammergriff ist nervig. Tackle ist in Ordnung. Mit dem Crit nur einen Schaden. Da seht ihr ungefähr, was jetzt Karl-Heinz für eine Verteidigung hat. Kreideschrei ist okay. Ich glaube, war der erste, der getroffen hat. Geduld kommt. Wir sind jetzt halt schneller, somit laufen wir nicht in die Geduld rein. Können dreimal Härtner drücken. Er greift an. Nichts passiert, denn wir haben keinen Schaden gemacht. Klammergriff trifft nicht. Das ist sehr gut. Wir kritten. Noch besser. Ja, das ist okay. Ich finde es schön, dass da nicht bei jedem Mal beisteht. Es ist... nicht sehr effektiv oder so. Wir haben mehr als genug Kratzer übrig. Kreideschrei ist nicht schlimm. Geduld kommt, ja. Ja. Guck an, also Level 14, 15 muss man sein, um es Onyx zu klatschen anscheinend. Wir haben noch Kratzer übrig. Ich glaube, wir müssen uns aber heilen. So, jetzt macht er wieder Geduld. Wir pumpen mal jetzt die Kratzer durch und schauen. Ja, das reicht. Astreine Sache. Super, wir haben Rocco geschafft. Und in 45 Minuten wahrscheinlich so. Bäh. Naja, die 2 Runden im Vertaniawald mussten halt sein. Gib uns all dein Geld, Rocco. Ja, die Frage ist, müssen wir Geduld nutzen für Misty? Ich glaube, Kabuto kann noch keinen Geowurf lernen. Ist natürlich klar, der hat ja auch nur so ganz kleine Ärmchen. Jetzt heilen wir uns. Danach kommt der Heal. Danach kommt die Speicherung und dann in Richtung Mondberg. Und im Mondberg wird es schon besser, denn da Aquaknarre hilft uns dann schon, dass wir mal einen Backup-Move haben. Naja, und Kabuto jetzt bis 39 trainieren für Schlitzer wird auch ein bisschen... Wäre doch ein bisschen viel. Ja, 45 Minuten, 46 passt. Weiter geht's. So. Jetzt machen wir hier wieder schön die Käfersammler. Wir haben mehr als genug Attacken dabei. Das ist sehr gut. Ich weiß halt auch nicht, womit jetzt Starmie angreift. Kann sein, dass wir als Gesteins-Pokémon zählen. Da wird Starmie uns natürlich mit Wasserattacken angreifen, die zwar neutral sind, aber doch gut reinhauen.
Danke, dass wir nicht vergiftet sind. Und man sieht's ja, der Katzer, der one-shottet ja fast die Raupis, also Attack haben wir da. Level 16 jetzt schon, ja, 34 Angriff, 40 Verteidigung, das ist schon, also fast 40 Verteidigung ist echt gut. Aber diesmal wird es natürlich länger dauern. In 40 entwickeln wir uns erst, also bis dahin wird es dann doch ein langer Weg. Müssen wir schauen, dass wir optimal Trainer mitnehmen, die für Kabuto gut sind. Ich meine, wenn der Bodyslam hat, müsste der aber auch schon ganz hart rasieren. Aber erstmal Bodyslam haben. Weiß auch nicht, ich glaube, wir sind da noch langsamer als Dami. Auch wenn wir uns jetzt krass overleveln, müsste Dami in der Regel schneller sein als wir. Ist dann auch gefährlich. So, und dich haben wir auch geschafft. Wir nehmen sie hier oben nicht mit. Einfach wegen dem Nidoran weiblich, das heulert immer in der Gegend rum, das ist echt nervig. Da dauern die Kämpfe nur so lange und wir haben jetzt schon echt viel Zeit verloren. Danke, dass wir nicht vergiftet sind. Kokuna, ja. Also es war auch ganz besonders, teilweise dann nur zwei Kratzer für einen Safcon Level 6 im Vertania-Wald. Das ist schon echt heftig gewesen, fand ich. Von der Power von Kratzer her, das ist schon, ja, ordentlich. Ich bin auch gar nicht so sicher, wie krass Karutops dann am Ende, ob jeder Schlitzer garantiert ein Crit ist. Weil wenn dem nicht so ist, könnte man ja auch Schwertanz und Schlitzer spielen. Fände ich auf jeden Fall passend. Safcon wird gut wegrasiert, kein Problem. So, du weg. Die Pipi- und Pummeluft-Trainerin, die mache ich nicht mit. Das hat das eine Mal bei Andreas so lange gedauert, das will ich nicht nochmal haben. Das ist auch gut, ja. 34 lernen wir Absorber. Aber jetzt gleich holen wir uns natürlich erstmal Aquaknarre. Da wird der Rundown auf jeden Fall angenehmer. Hat hier solche Pokémon, da kannst du dann Aquaknarre draufdrücken. Die ignorieren ja die Verteidigung. Wunderschön. So. Ah, okay. Das ist immer ärgerlich jetzt. Jetzt hatten wir es in den letzten Runs, glaube ich, schon häufiger, dass wir hier einen Sandan gefunden haben. Was man natürlich auch mitnehmen kann anstelle von Glumanda, ne? Die können, die, glaube ich, die gleichen VMs lernen und auch beide Schaufler. Das wäre schon interessant. Schaufler zum Beispiel kann Kabuto und können Kabutops und Kabuto gar nicht lernen. Finde ich irgendwie interessant. So ziemlich jedes Pokémon kann das lernen. Rasaf zum Beispiel auch, aber bei Kabuto, ne, der nicht. Problematisch werden halt gerade die ganzen Pflanzentrainer am Start. So mit Myraplas, die kriegen wir halt schnell, so schnell nicht kaputt. So, rein in den Berg. Gerhard Flashbacks. Astrein. Ich finde es auch cool, dass es Aquaknarre hier als TM gibt. In später. Es gibt es nur in dieser Generation, ne? Ja, okay. Generation 2, da war ja sowieso nichts wirklich mit TMs. War größtenteils ja nur Mist.
Ich überlege gerade, das KP Plus mitzunehmen. Ich habe überlegt, also nehme ich es mit. Ach ja. Also wir haben echt viele Zubats auf dem Weg. Paras auch noch. Kann man irgendwann gebrauchen vielleicht. Vielleicht von Misty ist es der eine KP, der es ausmacht. Man weiß es nicht. Pipi auch. So langsam haben wir, glaube ich, alles gesehen, was wir im Mondberg finden können. Ich mache gleich eine Liste auf. Oh Mann, dieser Umweg, der war auf jeden Fall keine Zeitersparnis. Weil wir halt so unfassbar viele Zubats haben. Mit einem Speicherstand mit NIP möchte ich ungern arbeiten, weil ich auch das nicht kann. Aber so langsam, das wievielte Zubat ist das? Das 9. Nervt's. Dezent. Ups, ich laufe auch noch falsch. Ich muss hier rumlaufen, das ist natürlich... Also das mache ich nie wieder. Ey, ohne Scheiß. Selbst wenn du Mega-Hieb oder so brauchst. Nee, Mega-Hieb ist der Weg ja kurz, aber jetzt alleine durch den Abstecher haben wir ja 7 Encounter mehr gehabt, die alle Zeit kosten und nerven. Ich meine, wenn es jetzt so 3-2 Kleinsteins dabei gewesen wären, da wird ja keiner was sagen. Die kann ich mit Aquaknarre ja wegmachen, aber so ist das einfach nur Quatsch. Ich meine, ich bin kein Elektro-Pokémon, ich bin kein Pikachu, das hier ordentlich Level pumpen kann, weil es jedes Zubat one-shottet, aber ja. Schön, Zubat Nummer 13 oder so. Du, dich nehmen wir mit, wegen der EP. Ja, sowas zum Beispiel. Solche Trainer sind doch toll. Mondstein brauchen wir nicht. Weiter geht's. Ich mache mir, glaube ich, bald mal einen Zubat-Counter rein. Ja, natürlich noch ein Paras Level 13. Wer kennt's nicht?
Im Berg habe ich noch nicht einen Stein gesehen. Paras Level 13. Weil ich in dem Cycle drin bin. Das ist cool. Das Problem ist, die können Stachelspore, sonst würde ich die halt einmal umhauen. Aber die mit Stachelspore sind die halt richtig anstrengend. Können den ersten Kratzer am Mondberg benutzen. Yay. Ja, zum Glück Backup Aquaknarre. Okay, war ein Crit. Kannst gerne noch weiter Aussetzer drücken. Sind Level 18. Spezialwert auf 27 ist halt nicht so gut. Ist halt klar, ne? Aber eine Ausweichattacke zu haben ist schön. Und, ja. Sie macht ja guten Schaden, also so ist es ja nicht. Wegen dem Same-Type-Attack-Bonus, yay. Immer noch, ja, genau. 5 Runden Blockade. Sehr schön. Ich drücke Aquaknarre, glaube ich, weiter. Es ist so viel stärker, gefühlt. Danke, dass wir nicht vergiftet wurden. So, welches Fossil nehmen wir? Helix, damit wir beide bekommen. Oh Gott, ja. Oh, Super Nummer 30 gefühlt. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Zubat das jetzt waren. Dann rechnen wir kurz aus, wie viele Minuten ich dadurch verloren habe. Müsste noch irgendwie das mal einstellen können. Ob es da nicht irgendein Programm gibt, was man nebenbei mitlaufen lässt, so. Gar nichts da. Fertig. Random Encounter off. Kannst du bei den Remakes der Final Fantasy Spiele ja auch an- und ausschalten. Fänd ich auch cool irgendwie. Hätte ich ein bisschen Lust drauf. Klar, nimmt das alles raus, ne, aber trotzdem. Ich meine, ab einem gewissen Punkt pumpt man eh nur noch Schutz. So. Kratzer von Mauzi. Ich gehe mal wieder auf Aquaknarre, um zu schauen, was mehr Damage macht. Nach einem Heuler wäre es ziemlich eindeutig gewesen. Ja, sind ungefähr beide gleich stark. Jetzt kommt der Heuler, das heißt, gleich Aquaknarre pumpen. Wir haben noch einen Level Up. Nice. 40 Angriff. Danke, dass wir nicht vergiftet wurden. Ja, cool. Von einem Balk besiegt. Was bist du, Lederer? Ich bin ein unverwüstlicher Balk. Nee, das ist was anderes. Bisschen extra Cash. Wollen wir den Rivalen schon machen? Ich glaube, den schaffen wir auf jeden Fall. Wir haben ja noch eine Menge Kratzer über. Dann hauen wir den Rivalen jetzt eben noch um. Wir sind raus, eine Stunde. Ja, es hat dann schon echt gedauert, ne? Das ist so die Standardzeit, die man dann braucht, wenn man Rocco nicht im ersten Versuch schafft. Aber da steckt's nicht drin. Wenn wir dann Ammonitas irgendwann machen, wird's kein Problem sein, denke ich mal.
Jetzt haben wir Aqua-Knarre. Sandan wird gut getroffen und der Sandwirbel ist echt nervig. Das tut weh. Oh Mann. Ich heile mich jetzt, denn ich möchte nicht irgendwie blöd in den Crit reinlaufen. Ein Sandwirbel. Es ist echt unfassbar, wie viel das ausmacht, ey. Oh Gott, es ist jedes Mal dasselbe. Es verringert einfach die Genauigkeit um 100% gefühlt. Danke, dass du es geschafft hast, Evoli zweimal ins Gesicht zu rotzen. Mann, Mann, Mann. Naja, halt den großen Vortrag, du Pimpf. Alles klar. Ersten Trainer machen wir noch mit. Der labert nämlich immer so viel. Arena werde ich, glaube ich, erst danach machen. Ich weiß nicht mal, ob wir sie im ersten Turn schaffen werden. Ich weiß halt nicht, was Misty macht. So ist doch gut. Sehr gut gemacht, Karl-Heinz. Gehen wir hier schön mit einem Crit raus aus der Folge. So, wir sind in Azuria City angekommen. Wir stehen bei 1 Stunde 5. Das ist doch gut. Bisher, ja, macht's doch Spaß. Ich bin ein großer Fan von Kabuto als Pokémon so. Kabutops gefällt mir natürlich besser, einfach weil das so ein riesen Schlitzer-Pokémon ist. Finde ich unfassbar cool. Bis dahin dauert's noch ein Weilchen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn's dir auch gefallen hat, lass mir gerne ein Abo oder Like da. Freue ich mich sehr drüber. Und gerne Kommentare unten drunter schreiben für die nächsten Pokémon mit Namensvorschläge. Ich glaube, beim nächsten Mal ist Vulpix dran. Und ja, danach ist der Slot noch frei. Videos gibt's alle 2 Tage. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal, hau rein und tschö tschö.